Hallo Leute, willkommen bei Garden Flipper, einem Hausflipper DLC. Dies ist Teil 6. Jo, und diesmal möchte ich gerne meinen Feengarten in Angriff nehmen. Also mal gucken, wie feenmäßig er wird. Und ich bin immer noch am Überlegen, soll ich hier mähen oder nicht? Ich denke mal, hier den Bereich muss ich sowieso mähen, weil man hier ja nichts, keine Wege machen kann oder so, solange da diese rot blühenden Pflanzen im Weg stehen. Ich mähe mal ein bisschen. So. Und es kann schon sein, dass ich am Schluss doch den ganzen Bereich mähe. Sieht schon ein bisschen unkultiviert aus, so mit dem groß hohen Rasen. Obwohl es so ein bisschen wild, würde schon auch passen. Und im hinteren Bereich lasse ich es vielleicht hoch, den Rasen. So. Ich probiere mal, wie es so geht. Naja, das ist so ein bisschen nach dem Rasenmäherverfahren. Das geht schon. Das geht fast besser als so hin und her gemäht. So. 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 Ei. So. Bleibt immer was stehen. Aber das kann man ja dann noch extra wegmachen. So. So. Naja, es sieht nicht mehr so verwunschen aus. Aber jetzt habe ich hier schon angefangen zu mähen. Dann sollte ich das zumindest bis zu dem Sitzeck auch durchziehen. Vielleicht kann ich es ja mit ein paar hübschen Pflanzen drumherum wieder verwunschener machen. Ich habe mir gedacht, pflanzenmäßig mache ich diesen Feengartenbereich in Lila und Weiß. Weil das wollte ich ja sowieso gerne noch und ich finde, das passt auch. Also ob das wirklich so feenmäßig wird, weiß ich gar nicht. Jetzt ist mehr so meine Idee dazu. So. So. Aber so geht es halbwegs gut, das Mähen. Was ist denn das da Komisches? Sehr merkwürdig. So. Zacki, zacki. Okay. Na, jetzt sind wir doch schon fast da. Man könnte dann auch hier an dem Rand entlang noch Pflanzen hinsetzen. So.
Okay. Und hier lasse ich es vielleicht einfach erstmal so. Das sieht natürlicher aus, als wenn ich das so gerade abschnippeln würde. Und dann schaue ich mal weiter. Also. Und diese Dinger, ich denke mal, die bleiben hier. Weil sowas kann man ja gar nicht wegmachen. Doch, das könnte ich wegmachen. Aber die Bäume nicht. Nee. Okay. Aber ich finde diese Büsche hier eigentlich ganz gut. Die stören mich nicht weiter. Okay, dann gucke ich jetzt mal nach dieser zierlichen Gartenlaube. Architektur. Also nach diesem Ding. Und das müsste dann schon in Weiß sein. Das ist jetzt nicht gerade in Weiß. Aber ich guck mal. Uiuiui, das ist so groß, das Ding. So, mal gucken, wie weit hinten man das hinkriegt. Ah ja, hier stören dann die Bäume. Aber bis hier ginge. Eigentlich wäre mir da was Kleineres lieber, muss ich sagen. Aber ich finde, es passt schon. Ich hoffe, es passt. Sagen wir mal so. So. Okay. Und eine kleinere Alternative, die ähnlich filigran ist, gibt's ja irgendwie gar nicht. Ach, das ist schon ganz schön. Es wird wahrscheinlich am Ende anders aussehen, als ich es mir so vorgestellt habe, aber das ist ja meistens so. Okay. Und dann mache ich hier meinen künstlichen Flusslauf. Ja, künstlichen Flusslauf. Ja, schon richtig. Decke. Mit silbrig-weißem Kies oder so. Einfarbiger Kies. Okay, das sind die Größen und das sind die Farben. Ja, dann muss ich hier den weißen nehmen. Vielleicht aber feinkörniger. Ja. So. Den lasse ich hier anfangen. Meinen Pseudofluss. So. Oh, was habe ich da für einen Stuss gemacht? Halte zu, um zu entfernen. Ah, gut. Sehr gut. Na, was für ein Glück. Ah, hier muss ich einfach weiter vorgehen, darum. Hör das hier auf. Nein, nein. So. Gegen den Baum gefahren. So. Hier auch nochmal weg, um die Kurve besser hinzukriegen. Und jetzt. So. Ach. So. So. Naja, wie sieht das aus? Komisch sieht das aus. So. Ich meine, da kann ich natürlich hier und da ein paar Pflanzen drum machen. Ich denke mal, hier diese,
Diese Kurve will ich nicht so eckig haben. Also eher so. Toll. Hier kommt das weg. Und oh nein. So. Oh. So. So. Ja, das muss man richtig üben hier. Aber der darf ja ruhig unterschiedlich dick sein. Also breit. Ja. Und hier sieht auch ein bisschen komisch aus. So. So, ja, hier die Ausbuchtung habe ich absichtlich reingemacht. Na, so. Nun gut, so finde ich es jetzt ein bisschen besser. Okay, es sieht jetzt nicht wirklich aus wie ein Wasserlauf, aber es soll halt, sagen wir mal, ein Steingartenwasserlauf sein. Und jetzt gucken wir mal, was wir da als Pseudobrücke hinkriegen können. Brücke Deko. Gibt es, glaube ich, hier die vier. Dies, dies, dies und dies. Die ist lang. Gibt es noch mehr Brücken? Nein. Dann probiere ich mal die in weiß. Oh. Oh, ist sie groß. Oh je. Das hätte ich mir vielleicht vorher angucken sollen, wie groß diese Brücken sind. Ich meine, gut, die ist, passt einfach gut über diesen kleinen Bachlauf, das schon. Aber sie sieht irgendwie gar nicht zierlich aus. Und diese hier. Die sieht auch ganz schön wuchtig aus. Aber sie ist weniger hoch. Und dann die letzte. Ah, das ist auch Brücke Doro. Es gibt also nur zwei und die jeweils in zwei Größen. Tja, dann gucke ich die nochmal. Tja. Es ist schon ein Stilbruch. Weil die, ja, wenn die zierlicher, die Form finde ich schön und passend, aber ja, sie ist halt nicht zierlich. Ich nehme die aber jetzt trotzdem. Und erstmal gehe ich aber hier hin, um die besser anzupassen. So. Ja, das passt schon. So. Jetzt ein Weg. Da muss ich wieder zu dem Decken gehen. So runde Wegplatten würde ich schön finden. Aber ich denke, da muss ich dann auch wieder zum Kies greifen. Denn die Platten sind alle viereckig. Und dann nehme ich aber vielleicht zweifarbigen Kies. Und so. Ja, ich guck mal den. So, ein bisschen größer.
Und das möchte ich gerne nicht gerade machen. Dann nehme ich von hier einen so einen Stapfer und von hier auch. Und die treffen sich dann vielleicht in der Mitte. Sozusagen wie zwei Wege hoch. Loch schon reingemacht, aber noch nicht den Kies. So. Und hier noch eins. Und dann hier auch noch eins. So. Und vielleicht, oh, das hätte ich weiter hier machen müssen. Das geht hier schon rein. Ah, das kann man ja weglöschen. So. So. Und das innere Pflaster mache ich vielleicht vollständig damit. Dann kann ich das wieder größer machen. So. Oh, man kann das Innere gar nicht durchgehend kiesen. So. Aber es geht relativ gut, weil man hier sich einfach nur drehen muss, wenn man in der Mitte steht. So, es schimmert schon so ein bisschen silbrig. So, und da kommt jetzt eine Sitzgelegenheit hin. So, Möbel. Tja, gucken wir einfach mal hier. Sofa, Jamaika und so. Ob es irgendwie so was filigran, elfenartig Wirkendes gibt. Es ist alles mehr so ein bisschen grobstofflich. Ich meine, die hier, die wäre schon reizvoll. Oder vielleicht die da. Das würde passen, finde ich. Die ist zwar auch ziemlich wuchtig, aber ich denke mal, die würde passen. Alles schön in weiß, oder das ist jetzt grau Kaffee. Ich meine, gut, bei den Elfen würde auch Blütenmuster passen. Aber ich glaube, das ist zu kitschig und das passt auch nicht, wenn ich dann lilane und weiße Blüten reinmache. So. Ja, das ist ja natürlich sehr groß. Aber es passt, finde ich. Und dann können wir hier noch ein kleines Tischchen hinmachen. So. Tisch Empire. Gucken wir mal. Der ist zu groß. Ja, der ist zu groß. Der ist eigentlich zu wenig filigran. Der ist bestimmt auch zu groß. Hier, hier. Ja, ist natürlich dunkel. Aber es muss eigentlich sowas sein. So ein bisschen zur Seite versetzt vielleicht. So. Ja. Gut. Und jetzt Pflanzen. Hier hinten vielleicht ein paar größere Büsche. Pflanzen. Trauerzwergbaum. Mal gucken, wie sich der so macht. Das ist jetzt plötzlich ein gemeiner Erbsenstrauch. Und das ist eine Kriechweide. Oh, das sind ganz verschiedene. Okay,
Aber ich glaube, der hier gefällt mir am besten. Ups. So, stelle ich einen hier hin. Und vielleicht einen hier hin. Und jetzt muss ich die natürlich pflanzen. So. Schön graben. Jawohl. Rein und bedecken und gießen. Gut, der andere auch. So, nochmal. Jawohl. Rein mit der Pflanze. Schön bedecken und gießen. Okay. Und dann gucken wir mal, wie es von vorne so wirkt. Popelig. Die sind schon sehr, sehr zwergig. Aber ja, ganz okay. Es wirkt dann nicht mehr so ganz leer da hinten. Und allzu viel sollte man da ja auch gar nicht hinmachen mit den ganzen Bäumen. Aber vielleicht noch ein Busch. So. Kugelstrauch, war der nicht so gigantisch? Ja. Man sieht ja vor lauter Busch nee, den Wald nicht mehr. Ups. Der macht es einem aber schwer, dieser Kugelstrauch. Aber hier könnte man den vielleicht hinsetzen. So. 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 Und gießen. Ein neuer Fähigkeitspunkt, das ist gut. Ja, schnellere Graben mit Schaufel von 75%. Das will ich gerne haben. Okay, das gucken wir uns wieder von vorne an. Man sieht es gar nicht, aber von hier sieht man es. Ja gut, es ist einfach etwas voller. So, hauptsächlich möchte ich ja gerne den Rand von diesem Bachlauf ein bisschen bepflanzen. Da fange ich hier mal an, rund um um die Brücke. Shop. Pflanzen. Rabatte. Wobei man könnte vielleicht ein paar Ziergräser hier und da hinsetzen. Ich denke mal, das käme sehr gut. Ne, ich wollte eigentlich kaufe viele machen. So. Aber das kann ich ja immer noch machen. So. Na. Hier noch eins. Und da auch. Da. So, hier hinten. Und vielleicht noch eins und dann noch eine andere Sorte Ziergras. Dann nehmen wir ruhig mal das ganz Große und gucken mal. Ja, hier könnte das schon Sinn machen. So, hier hinten. So. Ist die Frage, kann man das auch einfach so hier hinstellen? Ich denke mal, ja. So.
Und jetzt ein etwas niedrigeres. Probieren wir es mal damit. Ja, da gibt es auch unterschiedliche Wiesenrispengras, Chinaschilf, Fuchsschwanzgräser, oh. Rohrglanzgras, ja. Ich meine, gerade an so einem Bachlauf macht es ja schon Sinn, so Gräser. Und jetzt in noch kleiner. So, Lampenputzergras. So, ich hoffe, dass ich da auch noch Blütenpflanzen dazwischen kriege. Ja, die sind relativ gut mit zum Verschmelzen. Das ist gut. So. Okay. Wunderbar. Salbei, ja. Kaufe viele. Ja, sehr schön. So, da kann man auch hier einen hinmachen. Und auf der anderen Seite gucken, wo ich da einen reinkriege. Na, da, ja. Da passt einer hin. Na, und da mache ich vielleicht noch was anderes hin. Nicht, dass ich jetzt hier alles voll salbeie. Aber hier könnte noch einer hin. So. Ah. Kommt man dann schon kaum noch durch. Da hinten. Und vielleicht auch hier so zwischen. Der Bewuchs muss ja nicht nur um diesen Bachlauf sein, sondern den kann ich ja weiter streuen. Dem Bewuchs. So. Jetzt gucken wir mal, was wir da sonst noch haben. An lilanen Sachen. War da nicht auch der Ehrenpreis? Genau, ein gigantischer Ehrenpreis. Ehrenpreisus gigantus. Ja, hier stellen wir gleich mal zwei hin. So. Ja. Hier könnte man auch noch zwei oder drei von denen hinmachen. So. Und vielleicht dann auch noch ein Gras dazu. Und hier kommt auch einer hin, beziehungsweise zwei. Und dann gucken wir mal, was wir noch so haben. Sibirische Schwertlilie. Oh, wunderbar, wunderbar. Die bräuchte eigentlich einen Ehrenplatz. Hier. So und da. Und hier. Ja, also mit den Violetten kriegt man da eigentlich das interessanteste Ergebnis hin, finde ich. Da kann man fast auf die Weißen verzichten vor lauter vielen violetten Angeboten. Katzenminze will ich natürlich auch haben. Gut, die passt sich da ganz gut ein. Als Ergänzung hier noch eine und da, na da vielleicht noch was anderes.
Rumlatsch. Na, und das hier lasse ich vielleicht frei, dass man da so lang laufen kann. Aber hier kommt noch eine Katzenminze und da. Und hier kommen zwei hin, wenn möglich. Und auf der anderen Seite mache ich eine ganze Gruppe. So, und jetzt gucke ich mal, was wir da noch so haben. Oh, Dalmatiner-Glockenblume. Okay. Die ist eine nette kleine Ergänzung. So. Mal gucken, wo noch Platz ist. Na, hier so. So. Ja, die kann man hier an mehreren Stellen so an den Rand machen. Weil der Rand sieht ja auch ein bisschen komisch aus. So. Da kann man ruhig auch noch eine, ja. Erstmal hier und dann vorwärts hüpfen. So, ja. Da. Und hier. Und in die Mitte hier sollte ich noch eine Pflanze machen. Eine etwas größere vielleicht. Mal gucken. Ein Flieder vielleicht. Oh, der ist zu groß hier. Der ist woanders besser. Vielleicht da noch im Hintergrund. Ich guck mal, ob ich da noch einen unterkriege. Hier würde einer hinpassen, ja. Der wäre im Hintergrund sehr schön. Dann sind zwar diese komischen Trauerdinger, ja, werden etwas erschlagen von diesem Flieder. So. Oh ja, das gefällt mir gut. Ja. Und jetzt gucke ich mal, ob dieser andere Flieder eventuell kleiner ist. Der sieht zwar höher aus, was für größer sprechen würde. Aber ich glaube, der ist tatsächlich etwas kleiner. Kann man so schlecht erkennen. Er ist vor allem aber höher. Wie erwartet. Ich denke mal, der ist ein bisschen zu wuchtig. Aber vielleicht könnte ich so eine diese hier wieder wegmachen. Ja. Und dann passt hier der Flieder hin. So. Kriegt vielleicht ein bisschen wenig Licht, aber das spielt ja bei dem Gartenflipper glücklicherweise keine Rolle. Oh, und die Folge ist schon wieder recht lang. So. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal von vorne an. Ah, und hier wollte ich noch was nicht so Hohes. Oh, das gefällt mir gut mit den ganzen Pflanzen. Sieht das jetzt schon sehr schön aus. Ja.
Und es hat auch so was Feenverwunschenes, wie ich das haben wollte. Und das Weiß ist ja durch dieses Pampasgras, heißt das, glaube ich, ist das auch repräsentiert. Vielleicht hier noch was und hier in der Mitte. In der Mitte eher niedrig und hier kann es ruhig was Höheres sein. Also nicht so hoch wie diesen Flieder, aber gibt's die Rosen auch in Lila? Nur in Rosa. Und der hier? Tja, passt auch nicht so ganz. Die Spiersträucher. Höchstens, falls ich noch eine rosane Ecke machen würde. Die Hortensien gab es aber, glaube ich, in Lila. Jawohl. Die würde sich hier gut machen, denke ich. Okay. Und mal gucken, ob der Rhododendron passt. Pastellrosa. Tja, ich guck mal, ob er passt. Vielleicht ist der auch einfach zu hoch. Der ist zu hoch. Und vielleicht nochmal hier so. Nee, die sind ja klein, die Dalmatiner-Glockenblumen. Dann eher vielleicht Katzenminzen oder so. Oder noch Salbei. Ja, ich nehme vielleicht noch... Ja, ein Salbeistrauch reicht. Okay. Nee, Lampe wollte ich nicht anmachen. Und jetzt überlege ich... Ich guck mal, ob es diese Dalmatiner-Blümchen auch noch in Weiß gibt. Oder andere kleine Blümchen. So, nee, die gibt es nur in diesem Lila. Und die Dahlien, die haben jetzt so orangene Zentren. Das passt nicht so ganz. Und die Taglilien. Mal gucken, wie groß die sind. Oh, die sind schon ganz schön. Zwar zu groß für das, was ich eigentlich machen wollte, aber vielleicht kriege ich hier noch eine unter. Ja, und vielleicht dort noch. So. Und dann sollte ich hier irgendwo vielleicht auch noch eine unterbringen. So, hier vielleicht. Und da. Hüpf. Hier vielleicht. Gut. So, ich wollte aber eigentlich was Kleines Weißes haben. So wie den... Oh, der Storchschnabel. Das ist Purpur. Oh, und hier in Violett. Aber ich wollte ja was Weißes haben. Aber hier vielleicht so ein bisschen. Hier so. Da und hier. Gut, aber jetzt etwas Weißes. Die haben auch gelbe Zentren. Ach, das sind die. Das Löwenmäulchen, das ist ja schon weiß. Könnte ich hier eins hinstellen. Ist auch zu klein, zu groß. Aber ich könnte hier einfach noch ein paar davon hinmachen. Vielleicht auch hier so drumrum. So. Das ist jetzt Violett. Es gibt echt viele Blüten in Violett hier in Haus Flipper. Waren das die schon? Weiß. Jawohl, jetzt gucken wir mal.
Ja, die sind schön klein und niedrig. Also nicht ganz so klein, wie ich mir das gedacht hatte, was ich hier gesucht habe. Aber das reicht mir. So. Und jetzt hänge ich hier fest. Kann ich hüpfen? Ja. So. Und jetzt hier rüber. Und dann wollte ich hier einfach noch so ein bisschen was Weißes zwischenpflanzen. So, da passt jetzt wohl nichts mehr hin. Schade. Aber hier... So. Okay. Oh. Also mir gefällt's. Ja, ich denke mal, das ist jetzt hier mein Feengarten erstmal. Okay. Oh, und ich sehe gerade, über 40 Minuten. Tut mir leid, dass es wieder so lang geworden ist. Aber dafür ist der Feengarten ja jetzt auch mehr oder weniger fertig geworden. Das habe ich ja kaum zu hoffen gewagt, dass ich den fertig kriege in einer Folge. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.